So, noch ein Highlight, wo das Reptil immer zuschnappt, so ein Klassiker, kennt jeder, ne? Das funktioniert auch bei Frauen übrigens. Auch die sehen nie den Affen, den wir da in den Hintergrund eingebaut haben. Dann glauben wir, wir sprechen dieses Areal an, den Neokortex. Ist aber nicht so. In Wirklichkeit müssen wir immer erst an dem Biest da unten vorbei. Wenn das Reptil nicht zuschnappt, wenn das nicht diesen hier macht und sagt, annähern, dann kann ich mir den Mund fusselig reden. Da wird überhaupt nichts passieren. Null. Gar nichts. So, deswegen sprechen wir da auch vom Gatekeeper. An dem müsst ihr alle vorbei, an dem Reptil. Das muss einmal zuschnappen und dann müsst ihr die nächste Hürde nehmen, die emotionale Hürde. Ihr braucht eine emotionale Resonanz bei euren Kunden. So, ganz einfach, wenn ihr jemanden überzeugen wollt, und das ist ganz egal, ob das Kunden oder Kinder sind, müsst ihr euch von unten durchs Gehirn durcharbeiten. Also, wir fangen mit dem Reptilian Brain an, mit dem Stammhirn. Wir brauchen erst die Aufmerksamkeit, das muss zuschnappen. Dann kommt als nächstes eine emotionale Resonanz. Ich muss da etwas fühlen, das ist auch ganz wichtig. Und ganz zum Schluss kann ich die Informationen hinterher schieben, die ich habe, und gebe meinem Kunden die Informationen. So, jetzt überlegt einmal für euch selber, wie oft wir auf der Informationsebene anfangen. Ich bin da selber auch schuldig. Wie oft fangen wir auf der Ebene an? Jetzt habe ich euch noch mal ein paar Beispiele mitgebracht, wie wir denn das Reptil zum Zuschnappen bringen können. Also wie wir schon mal so die erste Hürde nehmen. Was schmeckt denn dem Biest? So, dem Biest schmeckt alles, was von der Norm abweicht. Das ist unser Kreativdirektor auf unserer Tischtennisplatte in unserer Tiefgarage. Geschaltet haben wir das als Stellenanzeige in unserer ganz klassisch konservativen Tageszeitung. Das war auf jeden Fall ein Schnapper. Da haben die Leute hingeguckt. Hieran kann man aber auch gut erkennen, die nächste Hürde, die wir nehmen müssen, ist die emotionale Resonanz. Das kann sein, dass mir da ganz viele Leute aussteigen, dass sie sagen, was für ein Blödsinn hier, was haben die sich da schon wieder ausgedacht. Die steigen da aus, die nehmen diese Hürde nicht. Das sind dann in der Regel aber auch Leute, die eh nicht so glücklich bei uns arbeiten würden. Also von daher war das dann nicht ganz so schlimm. So, alles, was von der Norm abweicht, ist also ein Reptilienschnapper. Überlegt euch, wie ihr in eurer Category, in der ihr unterwegs seid, von der Norm abweichen könnt, um für Aufmerksamkeit zu sorgen. So, eine weitere Eigenschaft unseres Gehirns ist, dass unser Gehirn Gesichter liebt. Wir lieben Gesichter. Das liegt daran, dass wir als einzige Spezies ein Areal in unserem Gehirn haben, den sogenannten Fusiform Gyrus, der für die Gesichtserkennung zuständig ist. Also, wenn ihr in dem Auto, was vor euch fährt, ein Gesicht erkennen könnt, ne, ach, der lächelt aber so nett, dann liegt das an diesem Fusiform Gyrus. Wir erkennen Gesichter und unser Gehirn ist darauf gedrillt, Gesichter zu erkennen. Das heißt, wenn uns irgendwo ein Plakat mit einem großen Gesicht anguckt, dann schnappt das Reptil auf jeden Fall schon mal. Ich habe euch jetzt mal ein Beispiel dafür mitgebracht, wie man dann mal noch eine Ebene tiefer gehen kann in den Neurowissenschaften, weil es da ja viel auch um unbewusste Entscheidungen geht. So, welches von diesen beiden Bildern hat eine höhere Click-Through-Rate? Vermutet mal. Das ist eine Entscheidung, die man sehr schwer rational treffen kann, weil unser Unterbewusstsein darauf reagiert. Also es ist das rechte Bild und der einzige Unterschied in dem rechten Bild ist, dass die Pupillen da vergrößert sind in dem rechten Bild. Vergrößerte Pupillen stehen für eine erhöhte Erregung, mehr Aufmerksamkeit und unbewusst reagiere ich da als Kunde drauf und denke so, wenn die das interessiert, dann gucke ich doch hier mal weiter. So, also Gesichter sind auf jeden Fall etwas, wo wir immer drauf reagieren. Heißt das jetzt, super, wir packen einfach überall Gesichter drauf, easy. Das funktioniert. Ja, leider nicht. Also mit Gesichtern muss man leider auch ein bisschen vorsichtig sein, genau, weil die so eine hohe Aufmerksamkeit haben. Wann müsst ihr mit Gesichtern vorsichtig sein? Wenn ihr zum Beispiel in der Situation seid, dass ihr eigentlich wollt, dass eure Kunden eine Aktion auslösen. Warum ist das so? So, unser Gehirn sieht Gesicht, Gesicht ist cool, denkt also, Gesicht kaufen, Gesicht kaufen, Gesicht, 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 nee, kaufen. So, wir sprechen davon, man würde jetzt sagen, ja, da bin ich schon zu in der Lage, da den Kaufknopf zu drücken. Wir sprechen von einer höheren Cognitive Load, also wir machen es dem Gehirn etwas schwieriger. Und ja, für den Einzelnen hat das vielleicht keine Auswirkung, in der Masse sehen wir da aber Auswirkungen, wenn wir neben einen Kaufknopf ein Gesicht zur Ablenkung packen.
Also wenn es um Entscheidungen geht, macht es den Leuten möglichst einfach. Macht die Cognitive Load, haltet die gering. So, jetzt haben wir einen großen Vorteil mit unserem Reptil. Das Gute an dem Biest ist nämlich, dass er hat eigentlich ständig Hunger, ist immer hungrig. Und das braucht nur 13 Millisekunden, um zum Zuschnappen zu kommen. Ich habe euch jetzt mal einen Film mitgebracht, der genau 13 Millisekunden dauert. Also ihr müsst jetzt gut aufpassen, sonst habt ihr den Film verpasst. So. Was habt ihr gesehen? War das ein Auto? Ein Haus, genau. Welche Farbe hatte das Haus? Blau, grün, gelb, rot, genau. Welche Jahreszeit war das? Was schätzt ihr? Winter, Frühling? Mhm. Genau, es war eher Sommer. Waren die Blätter eher herbstlich? Oder welche Farbe hatten die Blätter? Grün, genau. Ihr seid gar nicht schlecht. Das ist ungefähr die Information, die ihr gerade innerhalb von 13 Millisekunden mitgenommen habt. So, deswegen predigen wir immer Bilder, 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 Bilder. Arbeitet mit guten Bildern. Ihr habt nirgends anders die Möglichkeit, Informationen schneller zu vermitteln als über gute Bilder. Deswegen nehmt ihr bitte auch nicht irgendwelche Bilder, die ihr mal schnell günstig im Stock gefunden habt, sondern ihr macht euch erst Gedanken darüber, was ist die Information, die vermittelt werden soll, und danach sucht ihr eure Bilder aus. Das ist das Bild, was es eigentlich wirklich war. Jetzt haben wir ja die Challenge, wir haben nicht immer die Möglichkeit, mit Bildern zu arbeiten. Manchmal müssen wir auch mit Texten arbeiten. So, wenn wir mit Texten arbeiten, dann schreibt bitte in Bildern. Also sprecht nicht von Sitzgelegenheiten, sondern ihr sprecht von Stühlen. Wenn wir abstrakte Begriffe benutzen, sowas auch wie Demut, Liebe, Ehrfurcht, Gnade, dann sind genau zwei Areale im Gehirn aktiv, die zur Sprachverarbeitung dienen, nämlich das Wernicke's und das Broca's Areal. Wenn wir aber Bilder benutzen, dann springt unser Gehirn sofort an. Also auch die Areale, die fürs Riechen, Hören, Fühlen, Schmecken zuständig sind, werden aktiviert, wenn wir mit Bildern sprechen. Also wir haben eine viel tiefere Vernetzung im Gehirn, wenn wir mit Bildern sprechen. So, deswegen sagen wir auch immer, keine Vorstellung, keine Bestellung. Wenn die Kunden sich das nicht ausmalen können, wenn sie sich das nicht vorstellen können, bestellen sie auch nicht. Lasst sie das durch die Texte fühlen, schmecken, hören, wie toll euer Produkt ist. Tod den Fachbegriffen. Wir haben viele Kunden aus dem technischen Bereich und die sind der Meinung, also ja, eigentlich versteht das jeder. So Plug and Play ist so ein klassisches Beispiel. Versteht jeder, was jeder sofort, was damit gemeint ist. Wir gehen dann gerne mal auf die Straße und interviewen Leute, dass sie uns mal erklären sollen, was Plug and Play bedeutet. Ihr würdet euch wundern, was da so bei alles rauskommt. Das ist wieder so etwas, wir hören einen Fachbegriff und aus dem Kontext heraus bilden wir uns dazu eine Meinung. Auch wenn wir gar nicht genau wissen, was das ist. Ich habe drei Jungs und bei dem ersten war ich total ambitioniert, war ich die ambitionierte Mutter und habe mir eingebildet, den erziehe ich zweisprachig, mit dem habe ich nur Englisch gesprochen. Das hat er komplett ignoriert. Es gab nur eine Formulierung, die er aufgenommen hat und das war "See you later". Das hat er zu seinem Cousin auch gesagt. Für den war das natürlich ein Fachbegriff. Der hat das aus dem Kontext heraus interpretiert und souverän mit 7 Meter geantwortet. Also seid vorsichtig, wenn ihr mit Fachbegriffen arbeitet. So, noch ein Highlight, wo das Reptil immer zuschnappt, so ein Klassiker, kennt jeder, ne? Das funktioniert auch bei Frauen übrigens. Auch die sehen nie den Affen, den wir da in den Hintergrund eingebaut haben. Ob wir das emotional, auf der emotionalen Ebene wieder positiv bewerten, ne? Ob wir die Hürde nehmen, das ist dann wieder eine andere Geschichte. So, das ist eine perfekte Überleitung jetzt zu meinem nächsten Thema. Der wichtigste Termin meines Lebens. Ich sollte das erste Mal meine Schwiegereltern ins Spee treffen. So, jetzt müsst ihr wissen, mein Mann kommt aus gutem Hause. Es war also ein sehr förmlicher Termin. Wir haben uns in einem Restaurant getroffen, in einem von diesen Restaurants mit ganz vielen Gabeln, ganz vielen Gläsern und einer richtig weißen Tischdecke. Könnt ihr euch in etwa vorstellen, wie hoch mein Puls war? Ja, also ich stand extrem unter Stress. So, dann saß ich da also an dem Tisch und zum Hauptgericht gab es Zander.
nicht so schön als Filet, ne, sondern so ein ganzer Fisch lag da vor mir auf dem Teller. Und dann habe ich den erstmal so ganz ordentlich mit Fischmesser, so viel hatte ich raus, von oben so abgearbeitet und saß jetzt da vor dieser ersten Linie Gräten. Und überlegte jetzt gerade so, muss ich jetzt die Gräten hoch und zur Seite, wie mache ich das? Und stupste mich meine Schwiegermutter an, umdrehen. Wie viele Möglichkeiten gibt es, einen Fisch umzudrehen? Ich habe mich für Hochkant entschieden. Schlupp lag der auf der weißen Tischdecke, genau. Die Geschichte ging trotzdem gut aus, wir sind seit 18 Jahren glücklich verheiratet. Das als Beispiel, wir sind biologische Wesen und physiologische Zustände haben einen Einfluss auf unsere Entscheidung. Ich war extrem gestresst, ich glaube unter normalen Bedingungen hätte ich den Fisch nicht hochkant umgedreht. Ihr kennt das auch, wenn ihr Hunger habt, dann trefft ihr auch andere Entscheidungen. Man sagt ja auch, man soll hungrig nicht einkaufen gehen. So, wir Neurowissenschaftler sagen, das Gehirn ist der Sklave des Körpers. Das, was wir fühlen, hat einen erheblichen Einfluss darauf, wie wir entscheiden und was wir alles so machen. So, ich zeige euch jetzt mal den Unterschied zwischen Emotionen und Gefühlen. Da gibt es nämlich einen wichtigen Unterschied. Also wir Neurowissenschaftler unterscheiden da. So, und zwar gibt es eine bewusste und eine unbewusste Ebene beim Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen. Das ist ein Thermometer. Habt ihr etwas anderes gehört? So, und ihr müsst euch vorstellen, hier ist die Bewusstseinsschwelle. Also, wenn ich Hunger habe, dann bin ich vielleicht noch nicht in der Lage, das zu äußern. Erst wenn mein Hunger ansteigt und hier über diese Bewusstseinsschwelle geht, kann ich bewusst äußern, oh, ich habe ganz schön Hunger. Das ist das Problem mit klassischer Marktforschung, wo wir die Leute befragen, weil sie uns nur das antworten können, was hier oben stattfindet, über der Bewusstseinsschwelle. Das ist das, was Neuromarketing macht. Wir beschäftigen uns viel mit dieser Ebene. Warum? Alles das, was hier unten stattfindet, ist nämlich unser wahrer Verhaltenstreiber. Das, was hier unten stattfindet, bestimmt, wie wir uns verhalten. Na, wenn ich schon so ein bisschen hungrig bin, reagiere ich vielleicht schon ein bisschen gnatziger auf bestimmte Sachen. So. Emotionen bewegen uns. Das kennt ihr auch. Menschen, die nichts fühlen, die bewegen sich auch nicht. Emotionen kommt von Emovere. Das ist also wichtig, dass wir unsere Kunden, dass die Emotionen haben, wenn wir es machen. Das ist jetzt die zweite Ebene im Gehirn, die wir nehmen müssen. Ein ganz wichtiges Element ist dabei der Action Bias. Wir versetzen unsere Kunden, also wir verschaffen denen Emotionen. Warum? Weil sie sich dann eher bewegen wollen. Wenn ich euch jetzt anrufe und sage, du hast im Lotto gewonnen, 2 Millionen, dann ist eure Reaktion sicherlich nicht, vielen Dank für die Information, ihr legt wieder auf. So, ihr habt Emotionen durch diese Botschaft, die wollen euch bewegen, ihr springt auf und sagt, ja, hurra, natürlich, das erzähle ich sofort meinem Nachbarn. Oder ihr kriegt den Anruf, euer Kind ist in der Schule vom Gerüst gefallen. Dann sagt ihr auch nicht, ja, danke schön, das ist interessant, sondern denkt so, ich muss da sofort hinfahren. Also, Emotionen wollen euch bewegen. Wenn euer Kunde Emotionen hat, dann gebt ihm auch die Möglichkeit, dass er sich bewegen kann. Gebt ihm dann sofort den Call to Action. Dann muss der Button kommen und sagen, jetzt entscheiden, jetzt kaufen, hier mehr Informationen. Okay, jetzt als letztes noch einen kleinen Hinweis darauf, wie wir dann mit diesen Emotionen umgehen können. Und zwar, wenn ich möchte, dass mein Kunde eher eine konservative Entscheidung trifft, wenn er eher ein Abo verlängern möchte zum Beispiel, dann arbeite ich eher mit negativen Emotionen. Wenn ich möchte, dass mein Kunde etwas Neues ausprobiert, sich auf einen neuen Kauf einlässt, auf einen neuen Kunden, einen neuen Abschluss, dann arbeite ich eher mit positiven Emotionen. So, und in diesem Sinne, 7 Meter, vielen Dank fürs Zuhören.